Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Frivolous Big Pack. Immer noch mit dabei, der Auslöser Marvin, der Tagun. Moin Leute! So, ich würde sagen, wird mal Zeit, dass wir hier so ein bisschen was reinbauen, oder? Ja, irgendwie schon. Sieht noch so ein bisschen leer aus. Aber ja. Naja gut, das Nötigste wäre schon da. Mhm. Versuchen wir derweil nochmal einen Kaffee zusammenzubauen. Den muss ich mir nämlich auch erstmal craften. Mach das. Aber so ein RL-Kaffee. Ich mach mir dann hier schon mal so eine kleine Brücke rüber. Ja, Brücke hat was. Hm? Ich weiß nicht, es gibt ja einmal das Tor. Meinst du, es gibt auch so eine Art Brücke? Nee, ich meine nicht. Na ja, gut, okay. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Willst du links und rechts Flanken, willst du in der Mitte ganz andere haben oder was? Da wollte ich mal schauen, was der Chisel so zu bieten hat. Kannst du Holz chiseln? Du kannst die Planken kannst du chiseln, du kannst... Ah, die Planken, ja, deswegen, ja. Ich komme da gleich mal hier nochmal so ein bisschen was an. So. Ups. Und das hat ja also... ein bisschen was so von der alten Bock, ne, so. Ja, da bin ich jetzt ehrlich. Das gucke ich mir jetzt gerade so ein bisschen was vom Streetigger ab. Ich war ja auch schon mal bei dem zu Besuch und ich muss sagen, diese Brücke, die du da gebaut hattest, die gefällt mir richtig. Gut, ich habe wenigstens mal eine... Ah, du musst echt beistellen, ey. Ist das... Was ist los? Also, ich habe dir wenigstens mal eine Fackel drunter gestellt unter deine Brücke. Nicht, dass dann... Jedes Mal, wenn du drüber läufst, da irgendwelche Creeper auf dich warten. Ja, das wäre nicht so schön. Also eine brauchst du wenigstens darunter. Ja. Mit weniger leider nicht machen. Machen wir jetzt doch hier so schöne spartanische Koppelbrücke noch. Ja, für den Anfang reicht das so erstmal. Ja. Kann ja nicht gleich alles ist denn perfekt sein. Das geht nicht. Da brauchen wir schon mal wenigstens einen schönen Übergang. Jo. Machen wir noch wegen der. Damit es auch symmetrisch ist. So. Symmetrisch popetrisch. Genau. So. Das sieht schön aus, wenn man mal so von hier aus guckt. Dann sieht das so aus, als ob der blind wäre. Guck mal. Das sieht, hat schon so ein bisschen was von einem Gesicht und dann nur ein Auge rechts, ja, weil es nur links irgendwie wäre. Schon. Es ist so blind. Also wenn der, ich würde, weißt du, was ich machen würde? Die andere Seite, ne? Ja. Da würde ich auch noch ein Loch machen. War da. Jetzt brauche ich mal irgendwas zum Buch. Verdammt, ich habe nichts. Ich habe hier ein bisschen Erde. Würde ich zwei Fackeln. Genau. Und dann würde ich zwei Fackeln reinstellen. Dann sieht das bestimmt geil aus. Die Fackel da in der Mitte wieder rausnehmen, weißt du, die ich da hingebastelt habe. So, eine dahin, eine dahin, fährt. So, jetzt nochmal gucken gehen. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, hat ein bisschen was von einem Gesicht mit einem Riesenmaul. Ja. Ja, doch. Naja, gut, okay, Nacht, lass uns mal schlafen gehen. Ja. Wird mir wieder Zeit. Also ist nur ein Vorschlag, ist nur nicht so machen. Kannst du jederzeit natürlich wieder ändern, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, dem schließe ich mich mal an. So. Und deine Erde, die gebe ich dir mal in die Kiste rein. Mach grad. So. Ich glaube aber mal, glaubst du, ich kann mir noch drüben einen Eisenbarren mal mopsen? Also ich denke mal, dann dass Klaus hier noch OP geben muss, ne? Wie, glaube ich, allen. Oder dich da irgendwie anders in die Whitelist eintragen muss. Kannst du auch ganz normal die Kisten benutzen, weil das ist ja was für ein Zustand. Wenn du keine Kisten benutzen kannst. Ist nicht so schön bisher. Aber da schreibe ich mal Klaus drauf an. Ich schaue mal, ob ich noch einen Eisenbarren rankommen, dann mache ich mir wenigstens schon mal einen Schüssel. Ja, das kriegen wir, ansonsten kriegen wir das hin. Wie gesagt, Eisenbarren sind eigentlich genug da. Ja, das will ich doch mal hoffen. In der Maschinenhalle waren eigentlich Eisenbarren drin.
gucke jetzt erstmal hier im Lager ab, hier wird. Natürlich ist hier nichts. Sie hat ab in die Maschinenhalle. So, dann guck mal, ob du hier auf diese Kiste zugreifen kannst. Auf die goldene. Darf ich sogar. Ja, da hab ich das einen. Geht auch. Dann kannst du halt nur nicht auf Kisten, auf die Erzverdreifachungen halt zugreifen, aber auf den Rest wenigstens. Ja, ist doch schon mal was. Gut, gut. Ist doch schon mal ein Anfang. Mhm. Ja, der Streetiger, wie gesagt, der muss hier seine Mob-Falle auch noch zu Ende bauen. Ich bin auch mal gespannt, was er daraus noch so baut. Also so wie ich ihn kenne, wird er hinterher noch richtig schön aussehen. Ja, es kommt drauf an, ne? wie viel Etagen da noch drüber kommen. Ne? Mhm. Aber irgendwann, denke ich mal, muss auch sein. Ja. Unendlich hoch sieht auch irgendwie. Naja, aber man kann ja hier 256 Blöcke, glaube ich, hochbauen. Ne? Ja, da ist das Ende. Also das hier ja, weil bauen. Früher war es ja irgendwie so, 128 waren es, glaube ich, nur. Also das haben sie irgendwann mal verdoppelt. So, dann gönne ich mir mal hier das Diorit und Andesit. Naja, ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, da gab es noch nicht mal Hunger. Ach stimmt, das war ja da noch am Anfang. Ja, ich hatte da wirklich schon ein bisschen später angefangen, muss ich sagen. Also... Ja, da war das noch irgendwie, nicht. Alles ganz komisch. Ne, ich hatte nur von ein paar Freunden erfahren, die schon länger Minecraft gespielt hatten. Ja, das Hungersystem ist voll scheiße, das mag doch keiner, das ist doch widerlich. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, was ist daran so schlimm, dass man essen muss? Muss ja doch im echten Leben auch. Ja, also ich würd sogar sagen, trinken gehört eigentlich auch noch dazu, ne? Ja. Dass du Wasser trinken musst oder irgendwie. Also essen und trinken finde ich schon so als Simulation gar nicht schlecht. Ist okay. Oder ab und zu mal vielleicht mal auf die Toilette gehen. Naja gut, okay, so realistisch muss es dann auch sein. Ich sehe ungerne anderen Spielern beim Kacken zu. Ja, da hast du auch wieder recht. Das sind jetzt wieder Bilder, die ich im Kopf weiß, die kriege ich so schnell wieder nicht raus. Habe ich doch gerne gemacht. Ja. Den bedanke ich mich auch herzlich für. Gut, gut. So, dann machen wir jetzt aber mal hier einen ordentlichen Weg. Willst du eine Schüssel? Ja, den Schüssel habe ich. Schau ich jetzt mal, was man hier so machen kann. Was kann man machen? Oh, das würde, glaube ich, für einen Eingang nicht schlecht aussehen. Na mach mal, ich lass mich mal überraschen. Aber ich stehe bestimmt wieder im Weg, oder? Nee, das ist schon so weit okay. Was meinst du, versuche hier reinzugehen? Ach, ist das dieses K.O.-Pattern? Oder wie das heißt? Dieses was? Beim Schisseln, dieses... Ist das Schissel 1 oder 3? 2. Dann ist jetzt hier dieser etwas kaputte Cobblestone. Ah ja, Damaged. Ja, steht ja da. Cobblestone-Tiles. Ah, oder? Was ich aber auf jeden Fall vorhat. Also für eine Burg sieht das schon gar nicht schlecht aus. Geil wäre natürlich jetzt, wenn dieser Teil hier dann noch hochklappen würde und so werden würde. Ja, ich glaube. Das wäre ja richtig eben. Und darunter einfach nur so ein 3x3 Loch wäre, weißt du? So irgendwie mit Nasa Rack vielleicht drin und Feuer. Ja, man kann nicht alles haben. Ich glaube, du bringst mich aber da auf ein paar Ideen. Ja, das ist so wie so ein Tor, weißt du? So ding, zack, zu, ne? Wenn du die Brücke schon nicht anheben kannst, dann wenigstens hier dieses letzte Stück, ne? Da irgendwie das hoch. Ja, die Brücke wollte ich später noch ausfahrbar machen. Ah ja, cool. Das kannst du auch mit... Oder gibt es die hier überhaupt? Ja, okay, die gibt es glücklicherweise. Ja. Da gibt es quasi... Oh, guck mal, da drüben ist schon so eine Kollege. Das Schöne ist, von uns hat keiner einen Bogen. Ja, das könnte... Das ist so... Aua, geh weg. Aua. Ja, solange er da hinten rumkriecht, jetzt ist er da auch noch reingefallen. Jetzt hat er sich getarnt. Jetzt habe ich herausgefunden, wie ich den Boden mache. Was hältst du von diesen Blöcken? Er sieht ganz schön versoffen aus, weil für mich sieht das aus wie Weingläser.
Also ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Na, sieht ganz gut aus. Dann mache ich aber auch hier nochmal den Koppel weg. Also mir gefällt das. Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus. So. Ja, gibt schon ein paar schöne Sachen, ne, beim Chiseln, ne? Ja. Ich muss hier aber erstmal eine Fackel stellen. Sonst zu dunkel. Nee, weißt du, was wir machen? Da hängen wir jetzt einfach mal hier so ein paar Kerzen hin. Ja, kannst du ja. Wenn du gebastelt hast, dann hab ich dann gleich Kerzen. Dann nehme ich die Fackel raus. Na, die kommt das aber ist da. Ja nur damit spawnt, ne? Ja. So, jetzt will ich aber mal gerade schauen, was es vom Chisel für allgemein noch so für Blöcke gibt. Du kannst aber auch hier an der Wand, ne, mit Linksklick, ne, kannst du nicht klicken, du kannst sie direkt an der Wand chiseln, ne? Ja, das weiß ich. Ja. Ich bin gerade generell am Überlegen, ich will es nicht eigentlich sofort schon drauf losbauen, ich will einfach nur so ein bisschen was. Du hab ich denn zwei Blöcken hier? Magneten noch an? Nee, der ist raus. Ui. Ja, Chisel hat einiges an Blöcken momentan. Ja, es gibt unheimlich viele Blöcke, ne, von diesem Chisel. Ach du Schande, Futura-Block. Fällt die Auswahl gar nicht so leicht, ne? Nee. Ach, ich glaube, damit will ich mal was machen mit dem Futura-Block. Ja, Alter, was es hier alles gibt. Das ist Wahnsinn. Holy Stone. Ach du Schande. Ich bin gerade echt ganz ehrlich. Laboratory Blöcke. Ich glaube, ich baue mir hier auch noch so ein Labor auf. Ja, ja, einen kleinen Braufstand oder irgendwie sowas, ne? Ja. Das könnte man machen. Obwohl, ich habe nie viel wirklich hier mit den Tränken gemacht. Minecraft. Ja, irgendwie finde ich, die sind ein bisschen blöd eingesetzt, würde ich nicht sagen, aber man hätte mehr mitmachen können. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen blöd umgesetzt. Also ich würde zum Beispiel besser finden, wenn du so Gift, ja, irgendwie auf Schwert, geht das? Nee, ne? Nee. Aber was ich jetzt schon gesehen habe, jetzt in der neuen Version, die jetzt bald rauskommt, da kannst du ja auch die Pfeile kannst du mit dem Gift, mit den Trankeffekten setzen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Und es gibt dann auch einen Pfeileköcher, ne? Genau. Ja, dann auch neu, das ist. Und du hast ja dann auch zwei Arme. Mhm. Also nicht nur wie jetzt einen, ne? Das ein Schwert in der Hand, ne? Und dann rechtsklicken, blocken, ist dann nicht mehr. Rechtsklicken, blocken ist dann, glaube ich, nur, wenn du auch ein Schild in der zweiten Hand hast. Ja. Boah, ich weiß, was ich hier als Türen einbaue. Ich glaube, meine Zuschauer haben es gerade schon gesehen. Das werde ich auf jeden Fall später umsetzen. Ja. Also, ich bekomme jetzt von... Also, ich denke mal, du hast hier Möglichkeiten der Welt. Ja. Kannst du schön was umsetzen. Oh, ich glaube, ich muss den Marcel mal wieder schön mit den Valentinsblöcken ärgern. Der findet die ja wirklich... Ich muss auch bald wieder schlafen gehen. Ach, ist jetzt schon soweit? Ja, ja. Sonne ist schon am Untergehen. Wahnsinn, ich habe nichts geschissen bekommen bisher. Ach, ich... You only sleep at night. Ganz so spät ist doch noch nicht. Schade, dass nicht an der Minimap noch mit dran steht, Tag oder Nacht. Das wäre irgendwie auch noch ganz hilfreich. Es gibt eine Auto-Chisel? Weiß nicht, ob man das einstellen kann. Ich wusste ja gar nicht, dass man das auch schon eine Auto-Chisel gibt. Gibt's auch schon? Ja. Naja, dann zwei Wooden Engine dran und ab dafür. Ja. Mit Kisten.
Macht aber dann eigentlich nur Sinn, wenn du wirklich so ein Riesenprojekt irgendwie hast. Ja, ja. Und du dich bis auf den Bedrock da knüppelst, ne? Ja, dann werde ich einfach mal Oder dann halt unendlich, wenn du so eine Art Superwohl brauchst, wo du dann wirklich unendlich viel brauchst. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich mal ein bisschen Bedrock möchte, dann bestelle ich mir mal kurz den Crazy. Ja, der hat da so einen Hang zu. Mhm. Ein hast du noch da. So, wie sieht es eigentlich für ein Level aus? Ach, das dauert ja noch. Ich hab schon gedacht, dass ich bald schon. Ja, muss ja. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben einen Vulkan weggerissen. Nur zum Leveln. Okay. Und dann habe ich die Schaufel auch nochmal schön auf Master gebracht, ne? Das ist. Also, mein Hammer ist auch noch nicht. Der ist. Was habe ich denn? Accustomed, oder wie auch immer das heißt. Kannst du nicht aussprechen. Accustomed, müsste das sein. Ja, ich glaube, so spricht man das aus. 87,8%. Ja, also mit der englischen Aussprache, da bin ich schon gut dabei. Das war jetzt auch so, Ja, bei mir Englisch, mein Gott, ist schon ein paar Tage, ja. Ich bin aber ganz ehrlich erstaunt gewesen. Ich schätze mal, das hast du jetzt ja durch den Anfang vom Projekt und so weiter mitbekommen. Ich war ja jetzt noch im Praktikum gewesen auf Teneriffa. Mhm. Ja, ich war ganz ehrlich erstaunt. Da unten auf Teneriffa kann so gut wie keine Sau Englisch reden. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Fahr mal nach Frankreich, da können noch weniger Leute Englisch. Ja, da war ich auch schon mal. Zwar da war schon so ein paar Jahre. Man sagt ja immer, mit Englisch kommst du überall weiter auf der Welt, außer in Frankreich. Mhm. Also, da hatte ich ganz ehrlich auch ein bisschen Buff. Aber das Genialste war, wir hatten vorher, bevor wir losgefahren sind, hatten wir noch so einen Crashkurs gehabt. So für Spanisch. So, was erwartet die Schule von uns, dass wir in. Wie lang war das? Wir hatten jetzt 4 Tage, 4 Stunden, also insgesamt 16 Stunden, dass wir in 16 Stunden perfekt Spanisch sprechen können. Ja, du nicht, oder was? Ja. Also in 4 Tagen, also ne, 4 Stunden, also 16 insgesamt, da lerne ich komplette Sprachen bei perfekt. Ja, ich weiß, ich nehme mich da schon wieder was an. Das ist, nee, eigentlich, das ist Blödsinn. In der kurzen Zeit, was willst du denn da lernen? Da kannst du guten Tag und auf Wiedersehen sagen danach. Ja. Und das war's, also. Aber ich muss sagen. Viel mehr kommt doch dabei nicht rum, oder? Ja, also so ein paar Worte konnte man sich schon merken. Das haben wir geschafft, bloß. Du bist dann ja wirklich so unten angekommen. Hast die Kontaktperson da kennengelernt, der spricht dann erstmal eine halbe Stunde auf Spanisch an und denkst nur, ja. Schön, dass du darüber gesprochen hast. Ja, die ist klar, ne? Ja. Oh, irgendwo höre ich hier, Mops. Ui. Nicht gut. Hörst du den auch, den Zombie? Nee, ich höre keinen. Na Witz, ich hab einen Zombie gehört. Ja, wie gesagt, in so einer Zeit, das ist eigentlich unmöglich, da irgendeine Sprache zu lernen. Aber das Geniale ich war denke dann immer, also ich bin jetzt gerade draußen am Berg am ob da irgendwie einer ist. Nö, da muss irgendwo eine Höhle sein. Oh, das kann sein. Was ich ja wirklich jetzt auch genial fand am Anfang, wir waren dann wirklich am ersten Tag, dachten wir, komm, wollen wir was essen, müssen wir schon, dass wir was einkaufen gehen, dass wir was für einen morgigen Tag haben. Komm, machst du Nudeln mit Tomatensoße, so brauchst du aber noch ein bisschen Salz. Bis ich am Umschauen, du denkst dann nur, okay, was hattest du gelernt, Spanischkurs? Salz. Du bist am Überlegen, suchst, findest nichts, bist langsam am Verzweifeln und dann. Ah, hier! Sal de Frutas? Wir hatten erstmal gedacht, das wäre irgendwie Meersalz oder sowas Spezielleres gewesen. Schütten und später was schön was davon in die Tomatensoße rein. Wir fangen an zu essen, hoffen, dass es schmeckt und wir spucken es sofort aus. Das hat nämlich genau das Glück, dass wir schön Fruchtzucker erwischt haben. Das ist natürlich. Ja. Nudeln mit Fruchtzucker. Lecker. Also das
war, glaube ich, wirklich die süßeste Tomatensoße in der Geschichte der Menschheit. Ja, das ist dann irgendwie Aua. Aua. Genau an den Kopf gehauen. Du kannst aber auch echt perfekt so schnell mal durchlaufen, ne? Nee, aber das war teilweise an einigen Stellen, war das schon ein bisschen viel verlangt, finde ich. Ja, das ist. Ich denke, wenn man im Ausland ist, dann muss man versuchen, sich mit Händen und Füßen mit allen möglichen Kauderwelsch-Sprachen zu verständigen. Irgendwie wird schon klappen. Das Geniale war wirklich mein Zimmerpartner für die 2 Monate. Der hatte sich wirklich die größte Mühe gegeben, Spanisch zu sprechen. Der hat aber so ein Problem mit Sprachen, irgendwann ist er immer zu Französisch gekommen. Das ging ja. Hatte der zum Beispiel einmal, war mal was essen? Also ich beherrsche nur 2 Sprachen, nicht perfekt. Also das eine ist meine Muttersprache und das andere ist Englisch. Schade, dass ich beide nicht richtig kann. Ja, Sprachen ist bei mir der Fall. Ja, Deutsch ist klar, Englisch bin ich ziemlich gut drin. Französisch kann ich ein paar Ecken. Haltet auch durch das Praktikum so ein paar Brocken Spanisch. Nee, das ist wie gesagt, also Französisch gar nicht. Das ist. Ja, ich muss halt Französisch schon auf der Realschule lernen wegen dem Abitur. Das ist ja mittlerweile schon verlangt, dass eine 2. Fremdsprache dabei ist. So, haben wir da schon einen Eingang? Ich dachte, eine Fremdsprache reicht. Nee, mittlerweile sind schon 2 verlangt. Also, ja, dann hättest du Deutsch als 2. Fremdsprache nehmen müssen. Ja, ich glaube, das klappt nicht so gut. Nee, ja, da sind sie fuchsig, ne? Ja. Das wollen sie dann auch nicht haben, ne? Was ich aber auch wieder so Panne von meiner Schule fand, weil ich ja schon die 2. Fremdsprache abgeschlossen hatte, bekomme ich jetzt nächstes Schuljahr einen Ausgleichskurs, weil ich ansonsten nicht auf meine Stunden komme. Aber reicht's, zweite Fremdsprache doch nur, wenn du kein LK hast, oder? Genau. Wenn du LK Englisch oder so hast, dann denke ich mal, reicht doch auch der, ne? Also bei uns auf der Schule ist es so, ich muss mal erstmal so anfangen. Ich bin auf dem Berufskolleg für Informatik und Gestaltung. Und ist halt so, wir haben halt im Informatikbereich vorgegeben, haben wir LK Mathe und Technische Informatik. Dann können wir halt noch entscheiden, ob wir Deutsch oder Englisch als 2. Abiturfach nehmen. Also als mündliches Abiturfach. Ja. Aber Französisch ist dann generell für die, die noch keine 2. Fremdsprache hatten über 4 Jahre, die müssen dann noch eine 2. Fremdsprache nehmen. Ja, ich komme mit der französischen Zählweise. Bei den Zahlen komme ich schon nicht klar. Wer sagt bitte schön 60 plus 10 für 70? Außer die Franzosen. Ja. Oh, außer die Franzosen. 80 ist 60 plus 20. Super. Ich sehe aber auch gerade, wir haben schon 10 nach 4. Ich glaube, du musst langsam los, oder? Ja. Ist denn deine Folge schon 10? Die dürfte jetzt vorbei sein. Würde ich sagen. Na ja, gut. Würde ich sagen, danke, dass du mich hier ein bisschen eingewiesen hast und mir ein bisschen Unterstützung geleistet hast. Ja, kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht. Ich schätze mal, beim nächsten Mal siehst du ja schon was Wohnischeres. Ja, ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken, mal gucken, was du hier so machst. Mhm. Bisher sieht es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja, ich bin mal gespannt, was hier noch raus wird. Also wirklich so ein paar Ideen habe ich ja schon. Gut, dann würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Möglichkeiten hast du ja noch in Löchern. Da hast du ja echt schön eine schöne Stelle ausgesucht. Das auf jeden Fall. Gut, würde ich sagen, das war's dann auch für diese Folge. Welche Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut beim Sweetiger vorbei, schaut beim Trivolo vorbei oder mal beim Tagoon. Und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.